Mein Name ist Ana Martín Villalba und ich komme aus Spanien, bin von Haus aus Medizinerin, tätig in der Grundlagenforschung und schon immer sehr geprägt von quantitativen Wissenschaften wie Physik oder Mathematik. Daher mein Interesse an Querdenken und Interdisziplinarität. Was mich antreibt, ist Neugier und die Herausforderung, was zu finden, was die Natur ganz anders interpretiert und versteht. Am besten mit einer Anwendung in der Klinik. Krebs zeichnet sich dadurch aus, dass sich körpereigene Zellen schnell und ungehemmt vermehren. Um Patienten von Krebs zu heilen, muss man dieses Wachstum stoppen. Ursprünglich dachte man, dass man Krebszellen zum Beispiel durch die Aktivierung des als Todesmolekül bekannten Molekülpaars CD95-Rezeptor und CD95-Ligand töten könne. Die spanische Wissenschaftlerin aber entwickelte schon früh eine genau entgegengesetzte Hypothese. Vielleicht müssen wir es gar nicht aktivieren, sondern wir müssen es hemmen. Zu der Zeit hat keiner an uns geglaubt. Wie sollten wir ein Molekül, was angeblich alle Krebszellen töten sollten, hemmen? Martin Villalbas Vermutung war, dass das Molekülpaar zwar bestimmte gesunde Zellen töten, für Krebszellen aber gerade im Gegenteil ein Wachstumsmotor sein könnte. Dieses völlig neue Paradigma hat sich inzwischen bewahrheitet. In einer klinischen Studie, bei der die Signalübertragung durch das CD95-Molekülpaar gehemmt statt aktiviert wird, verlängerte sich die Überlebenszeit von Patienten mit aggressiven Tumoren deutlich. Und das war ein ganz großer Durchbruch. Ja, ich denke, dass in der Forschung man muss immer ein Auge behalten, vielleicht doch mal zu hinterfragen. Das CD95-Molekülpaar spielt darüber hinaus noch wichtige Rollen beim Abbau von Gewebe und von Nervenzellen, wenn diese beispielsweise nach einem Unfall oder einem Schlaganfall zerstört sind. Inzwischen weiß man auch, dass CD95 die Funktion und Regeneration von neuronalen Stammzellen im Gehirn regulieren kann. Deshalb interessiert sich Ana Martín Villalba besonders für Stammzellforschung. Mich fasziniert an Stammzellen die Vielfältigkeit, auch das Potenzial, noch alles werden zu können und auch die vielen Anwendungsbereiche. Die gängige Meinung besagte, dass es keine Stammzellen im erwachsenen Gehirn gibt. Inzwischen weiß man aber, dass Stammzellen sehr wohl vorhanden sind und beim Lernen oder bei der Regeneration nach einem Schlaganfall wahrscheinlich eine bedeutende Rolle haben. Martin Villalba erforscht an Mäusen, wie das Gehirn nach einem Zellverlust alte Fähigkeiten neu erlernt. Sie möchte mit ihrer Arbeitsgruppe Wege finden, um das Regenerationspotenzial der vorhandenen Stammzellen anzuregen. Ich erforsche, wie kann man das endogene Potenzial, was wir ja schon besitzen, wie kann man es dazu locken, uns zu reparieren im Fall einer Verletzung oder Krankheiten, wenn wir nicht mehr so jung sind wie kleine Kinder. Um auch hier weiter von der gängigen Lehrmeinung abzurücken und Verletzungen oder Erkrankungen des zentralen Nervensystems schließlich doch heilen zu können, muss noch viel Grundlagenforschung betrieben werden. Mit Mäusen, aber vielleicht auch mit Zellsystemen in der Petrischale, die die ersten Entwicklungsschritte eines menschlichen Gehirns anschaulich machen. Mein Wunsch als Medizinerin unterwegs in der Grundlagenforschung wäre, was zu finden, was am Ende des Tages den Patienten helfen kann. Sei es ein Krebspatienten, sei es ein Patient mit einer Verletzung oder neurodegenerativen Erkrankung.